So, hier ist gleich. Nick ist weg. Und wir fahren runter. Hi. Erstmal. Aufzug fährt wieder eine Stunde nach unten. Wir sind die Texturen überhaupt noch nicht geladen hier für das Tastenfeld, aber die für die Tür. Ja, guck mal, jetzt sind die Tastenfeld. Wow. Moment, lass mich kurz machen. Was zum? Hier ist keiner. Minigun, Turm, Drecksding. Nicht bewegen. Nick! Mist, Aggressor dran. Okay. Du willst ja überall lauten Stoße. Wieso brennen die überhaupt bei der Kiste? Gut, dann eben mit der anderen Hand. Alter! Wer wusste eigentlich immer die ganze Zeit, die guckt jetzt? Du bist so dahinter dem Ding. Ne, wir müssen hier drinnen nicht finden, aber... Hi, Gunner, Tussi. Boah. Da sind noch welche unter uns. Was? Was? Guck mal, hier gibt es sogar einen Friseur. Sind wir natürlich die ganze Zeit dicker. Oh, Aufseher Hilfe, Selbsthilfegruppe. Ach, ich glaube, ich kann mich sogar erinnern. Das war hier so ein Entzugswort. Also die haben die bewusst hier mit Drogen konfrontiert, um zu sehen, wie sie reagieren, wenn sie Entzug leiden. Ich kann mich daran erinnern. Oh, hier, der Bär ist auch in der Selbsthilfegruppe. Solche Meetings machen das Leben hier unten sicher deutlich einfacher. Für jeden. Hey!
Problem ist, durch diesen Mod geht der Schuss da nicht. Was? So, jetzt haben wir doch alle. Oder? Nee, immer noch einer. Meine Güte, das kann ja nicht sein. Hier, einer ist hier immer noch. Komm mal auf. Wie schön. Okay. Das Problem ist, dass diese Kampfmusik echt laut ist. Ich habe die Musik, glaube ich, schon leiser gestellt im Spiel. Geschafft. Trotzdem ist es viel, dass sie total, total überlaut ist. Das ist eine 38-44er. So eine 44er mit einem 38er Verschluss. Auch gut. Jetzt hört es aber eigentlich auf, oder? Jawohl. Das ist ein Traum. Jetzt müssen wir noch den letzten Typen finden. Den wegklatschen halt die Schnauze. Und dann können wir uns der Hintergrundgeschichte, jetzt haben wir uns natürlich durchgefetzt. Nach unserem epischen Kampf funktioniert nur noch. Lass mich mal durch. Das Herz der Bestie. Ja, das ist der Reaktor, ja. Warum ist das nicht das Herz der Bestie jetzt auf einmal? Ah, wären wir nämlich hier durchgegangen, wären wir da hingekommen. Stimmt. Aber das heißt ja, es muss hier noch andere Wege geben. Hier waren wir schon. Hier oben, ne? Hier war noch bestimmt noch Gunner Crop Ram. Oh. Nicht gesund? Ist noch einer? Ja. Ich glaube, das wäre unser Ende gewesen. Also ich meine, ich hätte noch versuchen können rauszurennen, aber die Handgranaten explodieren ja bei Weitem schneller wie... Psst! Alter, er hier. Der alte Junkie. Jengels Junge. Ich hatte ganz kurz... Das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Das ist es nämlich. Oh, hier ist so eine Rüstungswerkstatt. Das, ich finde das cool, dass ich einen Schrott mitnehmen kann. Privates Terminal. Wenn ich mir das Terminal anschauen soll, sag ein. Du brauchst überhaupt nichts machen hier. Ja. Okay. Ihre Befehle. Laut wie folgt: Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner am Vortec Rehabilitierung. Rehabilitierungsprogramm beteiligen. Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Sie werden sich wie die anderen Bewohner verhalten. Ihre falsche Identität sollten Sie inzwischen verinnerlicht haben. Da gehen wir Ihnen hier nicht näher darauf ein. Sie arbeiten mit dem gewählten Aufseher zusammen, um Probleme bei der Einhaltung der Regeln zu lösen, ohne ihn über Ihren eigentlichen Auftrag zu informieren. Nach 5 Jahren folgen Sie ein neues Ziel. Sie öffnen das geheime Lager, das Ihnen während Ihrer... Ja, während Ihrer... Hallo? Da sie während der Schulung gezeigt wurde, lassen sie die Bewohner die Gems aber selbst finden. Danach dokumentieren die Auswirkungen auf die Gemeinschaft, okay? Beobachtungstagebuch. Beobachtungstage-Eintrag vom 23.10. Wann? 82, okay? Heute sind die Bewohner und ich genau 5 Jahre im Wort 95. Das hier ist mein erster Eintrag. Das Vortec Rehabilitierungsprogramm hat jedem der Bewohner geholfen, den Entzug zu überstehen und sich an das Leben im Wort zu gewöhnen.
Trotzdem war der Entzug natürlich eine große Herausforderung für einige der Testsubjekte. Unsere Hypothese war korrekt, wenn es keine Alternative gibt, kann sich eine Person in jedem Fall erholen. Ich werde mich heute Nacht aus dem Zimmer schleichen, um das Lager mit den suchterregenden Substanzen zu öffnen, die seit 5 Jahren hier versteckt sind. Die Isolation scheint hilfreich zu sein, wenn suchterregende Reize fehlen. Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese Reize auf die Gesellschaft haben, die sich in den letzten 5 Jahren gebildet hat. Ende der Einträge, zurück im Hauptmenü. Okay, ich glaube... Sag Bescheid. Maschinen waren schon immer mein Ding. Ich glaube, die haben alles, was sie gefunden haben, konsumiert bis zum Exitus. Das würde zumindest erklären... Draußen ist was. Bis dann, Kumpel! Brennen die überhaupt, wenn ich sie anschieße? Lass mich mal ganz kurz was machen. Oh. Der Typ, der will da drinnen sich... Nicht mit mir. Hättest weglaufen sollen. Lasst sie alle! Scheiße. Alter, bist du auch selber schuld. Ach so, hier, das Ding habe ich übrigens vollkommen ignoriert. Wo ist denn das? Also. Ja, 25 mehr Schaden bei der kritischen Waffe. Okay. Was? Silverblade. Schwer, Combat Armor, schwer, Combat Armor, Combat Armor. Nehmen wir mit schwer, Combat Armor, schwer, Combat Armor. Ja, Combat Armor. Combat Armor. Hier, Negi, das ist doch was für dich. Nehmen wir den Gunner Harness. Harness vor allem. Hey, schieß los. Also, pass auf, mein Freund. Hier, du nimmst den mal. Ziehst den. Okay, du ziehst ihn nicht an. Kannst du den anziehen? Auch nicht. Okay. Schwer, schwer, schwer. Da war doch noch mehr, oder nicht? Robust? Keine Ahnung. Der kann das nicht nehmen, ne? Das ist doch blöd. Oder ist das, weil wir im Kampf sind? Nee. Keine Ahnung. Privates Terminal. Können wir reinschauen. Protokoll 1, Bewohnerterminal. Willkommen, Benutzer J. Scott. Sie sagten, dass Sie uns helfen wollen. Der Vault war angeblich sicher ein Ort, an dem Rehabilitierung zwangsläufig garantiert ist. Für die meisten wäre das das Ende der Welt gewesen, aber für uns verloren Seelen war es ein Neuanfang. Ich war froh über die Chance, noch einmal von vorne anfangen zu können. Wir alle hatten in den letzten 5 Jahren so unsere Probleme, aber die Zeit hier hat uns zu einer Familie zusammengeschmiedet. Jeder von uns hätte hier drin zu gerne den Rest seines Lebens verbracht. Und jetzt das Protokoll 2. Sie wussten, was sie tun, sie haben nicht versucht, uns zu helfen. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal in meinem Leben Camps sehen würde, warum auch. Aber jetzt sind sie hier. Genug für den Rest unseres Lebens. Einfach auf dem Präsentierteller wählen. Einen verdammten Schaufenster. Und sie waren die ganze Zeit über hier. Ein paar haben sich gar nicht erst gewehrt. Haben sich geschnappt, was sie konnten und liefen weg, um heil zu werden. Es gab Kämpfe. Ich höre noch immer Schüsse. Ich bin nicht bereit, all das aufzugeben, was ich hier hatte. Ja, die sind total durchgedreht. Ich dachte, ich hätte das Zeug hinter mir gelassen. Ich dachte, wenn ich es nochmal sehen würde, hätte es keine Macht mehr über mich. Ich hätte mich getäuscht. Ich brauche jedes Gramm Willenskraft, um mich hier weiter in meinem Zimmer einzusperren. Protokoll 4. Ich halte es nicht mehr aus. Es gibt keinen Grund, nüchtern zu bleiben. Hier unten ist alles genauso beschissen wie da oben. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft, das zu ertragen. Das Programm interessiert mich nicht mehr. Es ist mir egal. Wirklich mir ist alles egal. Ich gehe jetzt da raus zu meinem Freund. Hoffentlich ist da überhaupt noch jemand. Ja. Wüsste gerne, wie ich über Dreh kommen muss. Okay. Easy. Das wär's. Ich glaube, ja. Das war wieder so ein typisches Vault-Tec-Ding. Hat aber natürlich nicht geklappt. Ich glaube, das ist er hier, oder? Also, das könnte er unter Umständen sein. Sagen wir es mal so. Was ist das denn? Ach, ist ja alles variiert. Ich finde das bestimmt geil, wenn man das knackt. Das okay. Also die haben sich wirklich alles, was sie gefunden haben, geschnappt.
Und naja, haben es sich vor ihr gegeben. Wir wollen jetzt keinen Schach spielen. Wir müssen arbeiten hier. Wir müssen rausfinden, was in dieser Vault passiert ist. Oder vielleicht wollen wir das auch nicht rausfinden. Ich glaube, wir können das ganz gut erkennen, was hier passiert ist. Ziemlich gut sogar. Die haben sich wirklich mit allem, was sie gefunden haben, die Kante gegeben. Mit Kaffee, mit allem einfach. Und dann haben sich auch einige... Alter Schwede. Das könnte das Lager hier sein. Das passt ganz gut. Ich glaube auch nicht... Also die haben sich wirklich... Die haben sich tot gemacht hier. Einfach nur... Also richtig krass. Alter Schwede. Die haben sich wahrscheinlich sogar die Zahnpasta reingedrückt. Einfach nur irgendwie... Alter, guck dir das an. Ich meine, für uns ist es natürlich geil. Wir finden jetzt hier übelst die Gems. Camps. Ich heiße es ja Camps, ne? Für uns ist das ganz positiv. Wir kriegen dadurch wieder was, was wir auf dem Markt versetzen können. Ich weiß, das ist ganz schön mies, aber was willst du machen? Komm mit Armor. Wieso können wir jetzt nicht mehr rennen? Aber wieso tragen wir nur 59? 450. Welche Tricks können wir ja nicht mehr, warte mal. Robust Armor, komm mit Armor. Ja, right. Ich leg die mal ab. Robust. Left leg, chest piece, Armor right leg. Armor. Verstärkt. Keine Ahnung. Vault. Okay, interessant.